Wenn die Schallwellen des Prüfgeräts das Ei zerbrechen, sollten sie auch einen Nierenstein zerstören können. Das wird nicht funktionieren. Warum sollte es das nicht? Stoßwellen sind Stoßwellen und Steine sind Steine. Manche sind größer als andere und einige habe ich in mir. Wie ist die Lage, MacGyver-Team? Na toll. Ich kriege kein Kabelfernseher, aber den Südpol in High Def. Wir sind so gut wie bereit für den Test. Test? Hat Ford den Edsel getestet? Oder Coca-Cola, die New Coke oder Shakespeare, sein letztes Stück? Snow Dogs? Ich nehme an, Sie sind Dr. House. Ich hatte mich schon gefragt, wann Sie vorbeischauen würden. Können Sie mich sehen? Oh ja. Was ist? Kommt Jagger noch zum Soundcheck? Okay, Roadies, von der Bühne runter. Helfen Sie Cameron in der NA. Wieso? Das tun wir doch nicht aus Gefälligkeit. Die NA ist immer ausverkauft. Das heißt, Cameron macht irgendwann einen Fehler. Finden Sie ihn, weil ich Sie erpressen will. Alles, was Sie wissen müssen, ist, hier geht es um etwas viel Bedeutenderes als ein Kampf ums Fernsehen. Wir sind soweit. Wie wär's, wenn Sie etwas runterschalten würden? Ich werde das nicht tun. Ihre Nierenstein-Theorie geht davon aus, dass ich viel Sex hatte, aber ich... Darf ich raten? Sie sind so sauber wie frischer Schnee. Nur wenn der Schnee gerne obendrauf liegt. Aber ich betreibe hier psychologische Forschung und da ist es in der Regel keine gute Idee, mit Probanden Körperflüssigkeiten auszutauschen. Strovidsteine können auch bei denen auftreten, die nicht viel Sex haben. Und sicher auch bei denen, die behaupten, keinen Sex zu... Ich hatte aber keine Harnweginfekte und kein Brenn beim Wasserlassen. Aber wir wissen schon, dass nur einer von uns ein echter Arzt ist. Und Ihnen wird hoffentlich klar sein, dass nur einer von uns mein Handeln steuern kann. Dr. Milton, können Sie eine Blutchemie durchführen? Ja. So können wir sehen, ob sich die Nierenfunktion verschlechtert. Wenn ja, hat er recht und ein Strovidstein ist die wahrscheinlichste Ursache. Wenn nicht, haben Sie recht. Sorry, ich weiß, wie ungern Sie Konfrontation vermeiden. Während wir auf das Ergebnis warten, das mir recht geben wird, applizieren Sie Cefuroxim. Das verhindert ein Abschmieren der Niere durch die steinbedingte Infektion. Ich schicke Ihnen die Blutchemiewerte, wenn ich fertig bin. Sie muss eine 1A-Psychiaterin sein. Eine Sitzung und schon fühlt man sich klein. Ihre Blutchemiewerte zeigen, dass Ihre Nierenfunktion eingeschränkt ist. Das heißt, es ist ein Nierenstein. Die Funktionseinschränkung kann auch durch erbrechensbedingte Dehydration infolge eines Gallensteins verursacht sein. Sie selbst haben die Blutchemiewerte als Maßstab für einen Stein akzeptiert. Zugestimmt habe ich nur dem Test. Die Ergebnisse sind eine Frage der Interpretation. Ich wiederhole den Test in einer Stunde, wenn ich rehydriert bin. Haben Sie nach der Infusion schon eine Besserung festgestellt? Die Schmerzen sind nach wie vor da. Während wir warten, sollten wir einen weiteren Test mit dem geologischen Gerät machen. Sie infundieren gar kein Cefuroxim. Sie ist Rechtshänderin und hätte die Infusion in den linken Arm gelegt. Ein Katheter erschwert aber das Beugen des Arms, wie man es beim Trinken tut. Wir haben nur eine begrenzte Menge an Medis, also werde ich sie auf keinen Fall vergeuden. Vor allem haben Sie eine begrenzte Menge an Ärzten. Bevor ich meine Erkrankung hatte, hatte mein Mitarbeiter eine Femoralarterienruptur. Er kriegt das Cefuroxim. Klar, wer zuerst kommt, der... Er braucht es, definitiv. Bei mir ist es Spekulation. Sie atmen ziemlich schnell. Ja, weil mich das aufregt. Geben Sie Ihr Kinn. Zeigen Sie mir Ihre Luftröhre. Meine Brust tut weh. Die Luftröhre ist nach links verlagert. Weil die rechte Lunge kollabiert. Kate, ist irgendjemand bei Ihnen? Sean ist in der Messe. Rufen Sie jemanden. Dafür ist keine Zeit. Holen Sie eine Spritze mit Nadel. Wie soll denn das? Halten Sie die Klappe und suchen Sie eine. Er kann das Bewusstsein verlieren. Sie soll... Das kommt jetzt auf die Reinflation der Lunge an. Okay. Ziehen Sie mal den Kolben raus. Und jetzt stechen Sie die Nadel auf der rechten Seite in den zweiten Zwischenrippenraum in der Medioklavikularlinie. Ehe jemand kommt, werden Sie auf jeden Fall erstickt sein. Na los, tun Sie's. Sehen Sie, wie gut sowas läuft, wenn Sie auf mich hören. Ich habe also keinen Nierenstein.